Ein herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella. Wir sind in der Woche 30. November bis 6. Dezember 2020. Ja, wir wollen auch zum Jahresende natürlich schauen, was in dieser Woche möglich, machbar drin ist, was wir verwenden können, was uns hilfreich ist. Wenn ihr Informationen braucht, also persönliche Legungen oder ähnliches, ihr könnt mir gerne schreiben unter ella@ella-taroskop.de. Oder ihr schaut einfach auf die Webseite www.ella-taroskop.de. Ich habe da auch ein neues Angebot, dass ich euch DVDs schicken kann mit den Filmen, wenn ihr nicht genug Speicherkapazität habt, wenn ihr Interesse habt. So, kommen wir zu dieser Woche. Wir haben in dieser Woche Finde deinen wahren Weg von Colette Bern-Reed für die allgemeine Energie der Woche. Für die einzelnen Wochentage habe ich ganz neu das Gilded Tarot Royal von Ciro Marchetti. Zur Klärung habe ich das normale Rider-Waite-Tarot in klein. Als Orakelkarte natürlich wieder das Krafttier-Orakel von Colette Bern-Reed. Und wir haben als Orakelkarte für die Energien dieser Woche von Sandra and Taylor das Energy Oracle Cards Deck. Das sind auch, ich sag mal, ähnliche Karten, die aber auch auf die Chakren eingehen und so ein bisschen, ja, hinter die Kulissen schauen. Und das wollen wir uns jetzt anschauen für diese Woche. Wir bewegen uns, ja, auf das Jahresende zu. Und wir schauen natürlich auch erstmal, was astrologisch insgesamt für alle drin ist. Ja, und dann gehen wir auf die einzelnen Sternzeichen. Bis gleich! So, meine Lieben, kommen wir zur Astrologie für alle Sternzeichen. Ja? Wir haben am 30. November natürlich, ja, den letzten Tag des Monats November. Man kann da noch den ein oder anderen Erfolg erzielen mit Saturn und Merkur, aber eben langsam, pragmatisch, wie Saturn so ist. Am 1. Dezember steht Merkur oder zieht Merkur in den Schützen. Und das macht eben insgesamt sehr viel fröhlicher, sehr viel offener, weltgewandter, also im Sinne von offener anderen Ideen gegenüber. Ja? Und das kann sehr positiv sich auswirken auf das Miteinander natürlich. Ja, Venus und Neptun, ja, sorgen dafür, dass man, ja, seine Wunschträume hat in Bezug auf die Liebe, ja? Dass man da, ja, offener auch ist, sich da ein bisschen zu präsentieren oder zu zeigen, um dann vielleicht auch versöhnlich aufeinander zuzugehen, gut miteinander umzugehen und auch den Menschen, die einem am Herzen liegen, zu zeigen, wie sehr das der Fall ist. Vom Mondkalender haben wir vom 30. an einen Erfolgstag, wo man sich so richtig noch reinhängen kann. Die Woche ist ansonsten neutral bis Sonntag. Sonntag gilt der Wellness, also tut euch mal was Gutes, gönnt euch was, lasst euch pflegen oder wie auch immer, pflegt jemand anderen, pflegt euch gegenseitig, macht etwas Schönes. Wir haben ja dann auch Adventszeit, ja, und ich denke mal, Nikolaus ist auch ein guter Anlass, es sich mal so richtig gut gehen zu lassen, unter den Umständen, die halt gerade machbar und möglich sind. Aber da wird euch sicher was einfallen. Ja, schauen wir jetzt mal, wie das bei den einzelnen Sternzeichen so aussieht. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe, zur Taroskoplegung mit Ella vom 30. November bis 6. Dezember 2020. So, Jupiter bleibt noch ohne Einfluss, ja, bis Ende des Jahres, also 19. Dezember. Dann, wenn der in den Wassermann geht, wird es für dich interessant. Ja. Saturn, ja, bremst dich natürlich ein Stück weit aus und du fühlst dich auch weiterhin beengt und nervös durch Uranus. Ja. Da ist der Sport wichtig. Auch jetzt in dieser Zeit ist es wichtig, sich zu bewegen, ganz klar. Neptun ist ohne Einfluss und ja, Pluto sorgt dafür, dass du auch weiterhin, ich sag mal, konkurrenzfähig bleibst, aber bitte nicht übertreiben. Mars im Rücken, weil der steht im Widder bis zum Jahresende und darüber hinaus, fühlst du dich natürlich auch stark und den Dingen gewachsen, was ja auch gut ist, ja. Aber man muss immer ein gesundes Maß finden und da solltest du auf jeden Fall darauf achten.
So, dann haben wir Venus bis zum 15. Dezember im Skorpion. Das ist so ein bisschen tiefgründiger. Aber auch dann ab 15. im Schützen, also Feuerenergie. Ja? Und da bist du natürlich auch, ich sag mal, befürwortet, dadurch, dass das ein Schwesternzeichen ist von dir. Selbstverständlich. Was haben wir jetzt im Dezember für dich? Ja, also deine Tatkraft ist auch im Job zu sehen. Du bist wahrscheinlich sehr erfolgreich und kümmerst dich um die wichtigsten Dinge. Denk wie immer daran, dich auch um deine Lieben zu kümmern, die nicht zu vernachlässigen. Das Thema hatten wir eigentlich so ein bisschen das ganze Jahr über. Bitte auch daran denken, sich genügend Freizeit zu gönnen, um wieder ja, Energie und Kreativität aufzutanken. Das ist wichtig. Und wie gesagt, auch den Partner, die Partnerin oder die Freunde, Familie nicht zu vernachlässigen. Ganz, ganz wichtig. Schauen wir uns jetzt an, was die Karten für diese Woche für dich haben. So, mein lieber Löwe, dann wollen wir uns anschauen, was allgemein in der Kartenlegung für die Löwen in dieser Woche so möglich und machbar ist. Du weißt ja, dass das eine allgemeine Kartenlegung ist. Die Kanon wird nicht immer hundertprozentig passen, ja, aber du kannst vielleicht das ein oder andere da rausziehen oder dich so ein bisschen inspiriert fühlen. Es ist wie die Wetterlage der Energien, was machbar, was möglich ist. Was du daraus machst, entscheidest immer du, niemand sonst. Ja, es ist einfach eine Anregung, eine Unterstützung, vielleicht auch ein Hinweis auf das ein oder andere, was unbewusst passiert. Als erstes, wie immer, die Energie von außen, was du von außen zu erwarten hast, was auf dich zukommt. Und da haben wir die 8 der Erde. Auch deine Mitmenschen, deine Kollegen, deine Familie vielleicht, auch deine Freunde sind beschäftigt. Vorbereitung wahrscheinlich für die Feiertage, für Adventszeit und so weiter. Es ist eine Menge los, ja. Also alle sind ein bisschen geschäftig. Okay, schauen wir uns an, wie du dich siehst in dieser Woche, was dein Wunsch ist, was du erhoffst oder befürchtest, was gut ist für dich, was weniger gut ist und natürlich, wie diese Woche für dich ausgeht. So, ich schaue mal eben in die Kamera. Das sieht gut aus. Okay, dann kommen wir zu den Wochentagen. Die Wochentage, Montag, Sonntag, lege ich hier runter. Aber es kann natürlich bei der Allgemeinlegung sein, dass die Reihenfolge der Energien, wie sie bei dir auftauchen, unterschiedlich ist. Das heißt, das ist jetzt nicht exakt der Tag, wo das bei dir stattfinden muss. Aber du weißt dann, was passieren kann und was du damit anfangen kannst. Ja? Wir schauen natürlich auch, wie deine Energie ist, wie du auf andere zugehst in dieser Woche. Was haben wir da vom Löwen zu erwarten in dieser Woche? Wir haben die 6 der Münzen. Das ist sehr schön. Ausgewogenes Geben und Nehmen. Und das bedeutet natürlich auch nicht zuletzt, dass du darauf achtest, dass auch deine Mitmenschen, also deine Familie, deine Freunde, aber auch deine Kollegen und die Menschen, die du nicht kennst, ja, angemessen, ich sag mal, ausgewogen, dass du denen entgegenkommst, ja. Dass du aber auch darauf achtest, dass du nicht übervorteilt wirst, das ist ja auch wichtig. So, schauen wir mal. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der Sonntag. Wie gesagt, die Reihenfolge kann variieren bei der Allgemeinlegung. So, die Vorwoche hänge ich wie immer hinten dran, sodass du nochmal schauen kannst, was da relevant war und was vielleicht auch noch ein Stück weit in diese Woche mit hineinwirkt. Weil ich habe ja gesagt, das kann ein bisschen variieren und das geht natürlich auch von der Vorwoche zu dieser Woche. Und du kannst auch sehen, wie die Entwicklung ist. So, wie siehst du dich denn in dieser Woche? Wir haben die 7 der Kelche. 7 der Kelche kann bedeuten, du wünschst dir neue Möglichkeiten, Offenbarungen, neue Dinge im Gefühlsbereich. Es kann aber auch ein Stück weit Verwirrung sein, dass deine Gefühle momentan nicht so klar sind. Ja, da musst du dich hinterfragen, warum das so ist und wie das dazu kommt. Ja, man ist unsicher vielleicht, man fühlt sich vielleicht durch Uranus bedrängt oder die äußeren Umstände, das macht das Ganze nicht leichter. Schauen wir mal, was du dir denn wünschst.
Da haben wir die Sechs der Erde. Das ist das, was du auch nach außen so präsentierst. Sechs der Münzen, ausgewogenes Geben und Nehmen. Das ist super, weil damit trägst du dazu bei, dass man achtsam ist, dass man so ein bisschen sich entgegenkommt. Ja? Aber deine Gefühle sind so ein bisschen, naja, ich denke mal, unsicher oder nicht ganz klar. Hoffnung und Ängste, König der Luft, König der Schwerter, Klarheit und Wahrheit, dass Dinge geklärt werden können, dass man über Dinge sprechen kann, das ist Logik, das ist kein Gefühl, das ist die Dinge, ja, sich erklären und anderen erklären. Was ist denn gut für dich in dieser Woche? Da haben wir die drei der Luft, die Kränkung, okay. Also irgendetwas, also entweder bei dir oder bei jemand anderem, die Kränkung ist vielleicht ein ehrliches, hartes Wort, ja. Wenn die drei der Luft als gut für dich ist, dann ist das vielleicht etwas, worauf du aufmerksam gemacht wirst oder andersherum, auf das du aufmerksam machst. Was ist nicht gut für dich? Nicht gut ist die Zehn der Luft. Also das spricht für mich dafür, etwas hinter sich zu lassen. Da gibt es noch was Ungeklärtes und nicht gut wäre, das einfach so auf Seite zu schieben. Also nicht sich zu verkrümeln, wenn es schwierig wird. Ja? Der mögliche Ausgang ist der König der Erde. Das ist Pragmatismus. Das bedeutet auch, man weiß, was man hat. Man weiß, wie man damit umgehen muss, um es zu vermehren. Und man will es natürlich auch behalten. Und darum muss man sich kümmern. Erdenergie. Okay, schauen wir mal weiter. Montag haben wir den König der Stäbe. Ja, das bist du. Das ist Feuerenergie. Leidenschaft, Optimismus, voranstreben, die Dinge in die Hand nehmen und auch erledigen. Aber mit den Sieben der Kelche wünschst du dir oder hast du das Gefühl, irgendwas stimmt nicht oder ich fühle mich nicht gut in dem Bereich. Schauen wir mal erstmal weiter. Am Dienstag haben wir die Vier der Schwerter. Es gilt, Ruhe zu bewahren, sich gut zu überlegen, mit wem man sich anlegt und ob es die Sache wert ist. Vier der Schwerter ist auch eine Ruhephase, nichts Unüberlegtes tun oder sagen, sondern gut nachdenken. Am Mittwoch haben wir das Ass der Münzen, ein Neubeginn in Sicherheit und Stabilität. Wir haben auch den König der Münzen. Das kann bedeuten, durch Klärung, ja, durch Gespräche, durch Offenbarungen, durch Mitteilungen oder eben auch Dinge, die man anspricht. Dann haben wir am Donnerstag die Stärke. Ja, du hast die Stärke als Löwe natürlich, auch mit Konflikten oder Dingen, die dich kränken, umzugehen. Wichtig dabei ist, die Dinge auch beim Namen zu nennen, also nicht hinterm Berg zu halten. Freitag haben wir den Page der Schwerter. Das sind Informationen, Nachrichten, Gespräche. Das hat mit Kränkung zu tun oder mit etwas, das fälschlicherweise unter den Teppich gekehrt wurde. Hier haben wir dann den Page der Stäbe. Der Fokus liegt momentan wahrscheinlich eher darauf, die Dinge, ich sag mal, Gras über die Sache wachsen zu lassen. Ja? Und am Sonntag haben wir dann den Ritter der Kelche. Also da könnte eine Entschuldigung fällig sein. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob es bei dir liegt oder bei deinem Gegenüber, aber ich habe so den Eindruck, dass es wichtig ist, dass Dinge beim Namen genannt werden und dass nicht die Dinge, ich sag mal, überspielt werden oder abgedeckt werden. Ja? Man könnte sagen, dass man vielleicht Unangenehmen aus dem Weg gehen möchte. Schauen wir uns mal die Sieben der Kelche an. Was ist das, was da gefühlsmäßig vielleicht so ein bisschen konfus ist bei dir? Ja, da ist der innere, ja, Wettbewerb oder Struggle, sagt man auf Englisch, Schwierigkeiten mit den Dingen umzugehen, zu verstehen. Vielleicht kann man seine eigene Gefühlswelt nicht verstehen und da gilt es, Klärung herbeizuführen. Und dazu brauchst du vielleicht auch ein Stück weit Ruhe hier. Das geht nicht so mal eben. Ne? Der Wunsch ist ausgewogenes Geben und Nehmen. Da haben wir den König der Stäbe und da haben wir die drei der Münzen. Teamwork, Partnerschaften, also auch geschäftlich wie privat. Wir haben das gleiche Ziel, wir ziehen am gleichen Strang. So, dann haben wir den König der Luft, da haben wir die Neun der Münzen und da haben wir das Ass der Kelche. Eigenliebe ist wichtig, ja. Und wir haben einen sehr analytischen König der Schwerter gegenüber der Neun der Münzen. Man hat schon fast den Zenit erreicht und mit dem Ass der Kelche auch Eigenliebe, ja. Und ich habe den Eindruck, dass das vielleicht ein Vorgesetzter ist
oder eine Situation, wo es wichtig ist, dass du Rückgrat beweist, dass du deine Dinge beim Namen nennst, ja? Dass du da auch nicht die Dinge unter Teppich kehrst. Drei der Luft, acht der Münzen und der Gehängte. Es gilt, sich einen Überblick über die Gesamtsituation zu verschaffen, auch wenn du gekränkt bist oder wenn du jemanden gekränkt hast, ja? Also es gilt für beide. Der Gehängte ist ja Stagnation, aber man gibt sich Mühe, in Ruhe darüber nachzudenken, wie kommt das zustande, wie hängt das zusammen, wer ist beteiligt und warum ist das so. So, die 10 der Luft ist nicht gut. Ritter der Schwerter, 6 der Schwerter. Man möchte schnell wieder Ruhe haben. Also da gibt es vielleicht oder gab es einen Streit und man möchte das schnell vergessen, ja. Aber das führt zu nichts. Das ist etwas, was unter der Oberfläche brodelt. Erst recht so im Berufsbereich. Ja? König der Erde, Ausgang, 7 der Münzen und König der Kelche. Also ich denke, es gilt, sich wirklich zu überlegen, für dich als Löwe natürlich, wie kann ich Harmonie oder Entgegenkommen wiederherstellen? Ja? Ich muss an die Sache pragmatisch rangehen und ich darf nicht die Kränkung, sei es jetzt meine eigene oder sei es die Kränkung eines anderen, die ich vielleicht verursacht habe, darf ich nicht unter den Teppich kehren. So, und dann haben wir den König der Stäbe. Da sind die Liebenden. Da ist der Ritter der Kelche. Also Liebe scheint zu florieren, also liebevolles Entgegenkommen. Eine Offerte, ja, an dich oder von dir an jemanden. Ja. Das muss jetzt nichts mit der Kränkung zu tun haben, ja. 4 der Schwerter, Kommunikation und nicht aufgeben. Also es gilt, die Fairness, die 6 der Münzen, die du dir wünschst und die du auch demonstrierst, durchzusetzen. In ja, Kommunikation nicht aufgeben, ja, dass Fairness herbeigeführt wird. Dann haben wir das Ass der Münzen, wir haben die 2 der Stäbe, wir haben die 6 der Münzen. Also die Entscheidung ist da, entweder du nimmst Reis aus, also gehst weg mit dem Ass der Münzen, fängst du anders an oder du sorgst dafür, dass die Fairness da zum Tragen kommt. Du hast die Stärke, 6 der Kelche und der Page der Kelche, entgegenkommen. Ja? Auch an Dinge erinnern, die verbindend wirken. Das ist die 6 der Kelche, die Vergangenheit. Ja? Und es gilt da wirklich, sein Mann oder seine Frau zu stehen gegen einen König der Luft. Das ist Luftenergie, Waage, Zwilling oder Wassermann. Muss jetzt auch nicht dieses Sternzeichen sein. Aber die Energie ist eben sehr analytisch, logisch, wenig gefühlvoll. Ja, und dann haben wir Page der Schwerter, 10 der Stäbe und der Herrscher. So, und das ist halt einfach, ja, Ballast. Informationen, die möglicherweise vom Vorgesetzten kommen, die den Vorgesetzten vielleicht auch belasten. Ja, und ich habe so rein intuitiv, so im Hinterkopf, es könnte um eine Firma gehen, wo, ich sag mal, Mobbing betrieben wird oder wo vielleicht auch die Informationen nicht akkurat weitergegeben werden. So, du bist jetzt mittendrin, du siehst das Dilemma und hast die Möglichkeit, selbst einzutreten und zu sagen, wir können das anders lösen. So, du möchtest aber keinen Ärger, also ziehst du dich zurück und sagst, ach, ich lasse es mal. In der Zwischenzeit wird aber jemand zum Beispiel dafür verdonnert, weil er angeblich einen Fehler gemacht hat, hat aber diesen Fehler vielleicht gemacht, weil er oder sie die Informationen nicht hatte. So, und das ist der Ballast, den du klarstellen solltest, ja, dass du da für Klarheit sorgst. Das ist natürlich deine Entscheidung, ob du das machen willst oder nicht. Worauf liegt der Fokus? Sich auf Augenhöhe begegnen. Und das betrifft natürlich sowohl privat als auch beruflich. Und die 7 der Schwerter ist, will man das verbergen oder will man dazu was sagen? Ja? Also, dass der Fokus auf, vielleicht auch, wenn du dich gut mit deinem Boss verstehst, willst du den nicht verärgern? Also, ich weiß nicht, das ist so eine zweischneidige Sache. Ritter der Kelche, 4 der Schwerter und 4 der Münzen. Also das bedeutet, du hältst daran fest, darüber erstmal nachzudenken. Du kannst dir ja auch Zeit lassen. Aber man sollte natürlich, wenn Ungerechtigkeit in irgendeiner Form stattfindet, eingreifen. Ja, sofern man da die Möglichkeit hat.
Und sofern man sich selbst nicht gefährdet. Aber das ist halt die Frage, inwieweit bist du dann gefährdet, wenn du Rückgrat beweist und die Dinge beim Namen nennst? Das weiß man nicht. Und wir haben die Karte Sturmwarnung. Ja, das ist die Karte, die davor warnt, dass Gewitter aufziehen können. Ja, und ich muss das hier, während ich das lese, übersetzen, weil das ist nur in Englisch. Sturmwarnung, Wolken am Horizont. So, die Karte bedeutet Schwierigkeiten, die da sein können. Entweder extern oder intern. Und das betrifft dein emotionales Leben. Das haben wir ja hier auch. Die Schwierigkeit oder Schwierigkeiten kommen näher. Und ja, du hörst es schon grollen in der Ferne. Ja, ja, die Weisung hier ist, sich bewusst zu machen, was los ist, aber nicht ängstlich zu sein. Was geht da vor? Und man sollte die Sache mit Ruhe angehen, sich mit in Ruhe betrachten, das ist hier der Gehängte. Ja, prüfe nach, was kannst du tun, um dir selbst zu helfen und was sind deine Ideen, Intentionen. Stehe auf für dich selbst und agiere für dich erstmal. Ja. Alle Schwierigkeiten, sogar die schlimmsten Stürme, gehen vorbei. Erinnere dich immer, dass du die Kraft hast, wo war sie? Kraft hier. Und die Weisheit, alles in deinem Sinne zu regeln. Also die Sturmwarnung ist einfach nur so die dunklen Wolken am Horizont, das Gewitter, das aufzieht. Und du solltest für dich und deine Belange einstehen. Vielleicht auch sogar, wenn ich das hier so sehe, möglicherweise nicht nur für dich, für eine Gemeinschaft auch. Ne? Oder für eine Person, die ungerecht behandelt wurde. Das ist jetzt so das, was ich daraus ersehe. Ich denke, dass du das kannst und dass du die Kraft und die Weisheit dazu besitzt. Und das ist ja auch der Inhalt der Orakelkarte. Wir haben das Gürteltier, setze gesunde Grenzen. Das ist dein Krafttier in dieser Woche. Das Gürteltier, das ist die Nummer 22. Das ist wieder in Deutsch, das kann ich vorlesen. Okay, die Botschaft lautet, zu lernen, wie man gesunde Grenzen setzt, ist das Geschenk des Gürteltiergeistes. Du trittst in eine Phase deines Lebens ein, in der du, um mit deinen Absichten im Einklang zu bleiben und dein bestes Leben mitzuerschaffen, vielleicht zu vielen Dingen Nein sagen musst, die in der Vergangenheit für dich in Ordnung gingen. Das bedeutet auch zu lernen, wo deine Sphäre endet und die der anderen beginnt, was zu dir gehört und was nicht. Kenne deine Grenzen und wisse, dass es eine kraftvolle Entscheidung ist, Nein zu dem zu sagen, was sich nicht richtig anfühlt. Der Gürteltiergeist will dir mitteilen, dass es an der Zeit ist, ehrlich zu dir selbst zu sein in Bezug auf das, was du wirklich willst. Sei dir im Klaren darüber, wozu du deine Einwilligung gibst, mache deutlich, was du brauchst und bringe dein Nein klipp und klar zum Ausdruck. Das ist ein Akt des Respekts und Wohlwollens dir selbst und anderen gegenüber. Vertraue auf die Signale deines Körpers und du wirst wissen, was zu tun ist. Der Gürteltiergeist leitet dich dazu an, richtige Entscheidungen zu treffen, die in einem sicheren Gefühl dafür wurzeln, was dein ist und was nicht. Okay, Grenzen setzen ist nie verkehrt, ja. Zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Vielleicht geht es ja auch darum, was wir als Thema hatten in diesem Jahr häufiger, dass du ja, als selbstverständlich angenommen einfach die Dinge regelst und arbeitest bis zum Umfallen, ja, und dass dein Privatleben zu kurz kommt. Vielleicht sagst du einfach auch mal nein. Ausgewogenes Geben und Nehmen ist wichtig. Und wenn wir von außen die 8 der Münzen haben, habe ich das Gefühl, das sind also deine Kollegen, dein Chef, ne, die dann halt auch busy sind und von dir erwarten, dass du dich auch aufopferst. Ja, und inwieweit du das tust, da gilt es, Grenzen zu setzen. Und das würde dann auch dazu passen. Aber ich habe hier mehr mit den 3 der Schwertern, dass du da auch vielleicht Ungerechtigkeit aufdecken kannst und aufdecken solltest, meiner Meinung nach. Entscheiden musst du das natürlich selbst. Mein lieber Löwe, ich bin gespannt, wie sich das bei dir in dieser Woche auswirkt, was du damit anfängst. Vielleicht hast du ein paar Tipps und Tricks für alle anderen, die das schauen und die die Kommentare auch lesen. Wäre schön, ich würde mich freuen. Und wenn dir das ein Stück weit geholfen hat und dir einen Überblick oder vielleicht auch einen Hinweis gegeben hat für diese Woche, dann lass gern ein Däumchen hoch da. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg dabei
und meinem erfolgreichen Nein sagen natürlich. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Alles Gute und bis bald.